Schön, dass ihr auch dabei seid. Ich bin gerade dabei und mache hier einen neuen Zuckersirup. Aber wir wollen jetzt ja gar keine Cocktails machen. Das machen wir gleich im Anschluss nach diesem Video. Und wir werden heute ein Low Carb Hühnerfrikassee machen. Und jetzt kommt erstmal Jingle und dann geht das los. So, mein Zuckersirup ist hier schon fertig für unsere Cocktails. Die kommen hier noch. Ich werde das wieder so machen. Jetzt kommt heute oder morgen dieses Video und dann kommen dahinter wieder zwei, drei neue Cocktails und dann kommen wieder neue Videos, Kochvideos. Ich habe noch ganz viele Outdoor-Kochvideos, die kommen jetzt auch in der nächsten Zeit so nach und nach. Aber ich will das so ein bisschen spreaden, sodass für alle so ein bisschen was dabei ist. So, unser Hühnerfrikassee. Ganz einfaches Rezept, super einfach. Schön low carb, weil wir haben uns ja alle was vorgenommen fürs neue Jahr oder wollen weitermachen im neuen Jahr. Deshalb, wir brauchen dafür Champignons, Zwiebel, Karotte, Hühnerseitenfilets, Erbsen, ein bisschen Frischkäse, ein bisschen Brühe, die kann ich euch jetzt noch nicht zeigen, und eine Chili, die darf ich nicht vergessen. Um so ein bisschen Schärfe zu kriegen. Je nachdem, wie viel Schärfe ihr auch mögt, muss man da so ein bisschen variieren mit den Chilis. Einfach nur aufschneiden, Kerne raus. Das nimmt ja dann auch schon eine ganze Menge. Unsere jetzigen sind nicht ganz so scharf, die wir davor hatten, waren echt bitterböse. So, dann wollen wir mal loslegen. Ich habe meine Hühnerinnenfilets jetzt hier genommen und bin dabei, die klein zu schneiden. Während ich das mache, könnt ihr ja schon mal die Glocke betätigen, uns einen Daumen nach oben geben, wenn euch unsere Videos gefallen, uns abonnieren, das würde uns echt freuen. Und ich tue jetzt ein bisschen Fett in die Pfanne. Ich tue jetzt ein bisschen Fett hier in die Pfanne und tue da jetzt meine kleinen mundgerecht zugeschnittenen Hähnchen-Innenfilets dazu und werde die jetzt einfach mal ein bisschen anbraten. Während die jetzt hier anbraten, werde ich schnell meine Champignons klein schneiden und meine Karotte. Von der Reihenfolge, wie ich das da gleich mit in die Pfanne zu dem Fleisch tue. Als erstes die Karotte, dann tue ich da die Zwiebel mit der Chili und zum Schluss kommen da die Champignons rein. Ich habe meine Bio-Karotte mir jetzt schon halbiert und werde die jetzt einfach hier so in Streifen runterschneiden. Ja klar, gewaschen haben wir die auch schon. Eine Zwiebel schneiden wir auch eben schnell runter. Die kommt da auch gleich rein. Karotte habe ich schon klein geschnitten. Fange ich jetzt an, eben schnell hier noch meine Chili runterzuschneiden. Wie immer schön dünn schneiden. Wir wollen ja keine dicken Chili-Lappen da drin haben. Die bringen uns keinen Spaß. Wenn das zu viel ist, nur Hälfte und Kerne raus. Immer je nachdem, wie scharf die sind. So, meine Hähnchen-Innenfilets sind hier schon so ein bisschen angebraten. Ich tue da jetzt meine Karotte mit drauf. Die braucht natürlich am längsten von allen. Die sollen jetzt ein bisschen mit andünsten und dann geht das hier mit dem Zuschneiden von den Champignons weiter. So, das Ganze ist hier jetzt schon so ein bisschen am andünsten. Ich tue da jetzt nach ein paar Minuten auch noch die Zwiebel und die Chili mit zu. So, ich schneide jetzt mal eben mir meine Champignons hier runter und wenn die Karotte so einigermaßen fertig ist, dann tue ich da die Champignons auch noch mit zu. Jetzt habe ich die Karotte, die Zwiebel, die Hähnchen und die Chili da drin, genau. Vielen Dank. Ich tue da jetzt meine Champignons noch mit oben drauf. Super. Das muss jetzt alles vor sich hin dünsten. Weiter. Ich tue da jetzt ein bisschen Brühe drauf, damit wir ein bisschen Flüssigkeit da drin haben. Bei den Karotten sage ich ja sonst auch immer, das ist Brandbeschleuniger. Ich habe da jetzt noch ein bisschen Gemüsebrühe, die ich da reingetan habe. Dann brauchen wir nachher auch nicht so viel Salz zu machen. Die Karotte ist jetzt noch, hat noch ein bisschen Biss.
Ich tue da jetzt schon mal meine Erbsen mit rein. Und dann tun wir da gleich so in anderthalb Minuten tun wir da den Frischkäse oben drauf. Ich tue da jetzt Frischkäse tue ich da jetzt hinein. Genau, wir müssen dann mal gucken, wie wir den, gut wir den aufgelöst kriegen. Aber das geht eigentlich immer verhältnismäßig einfach. Das war jetzt nur eine halbe Packung. Ich muss gleich mal gucken, wie das so wird. Ich habe noch eine zweite hier stehen. Dann können wir die vielleicht dann auch noch mit zu tun. Oder eine halbe, mal gucken. Nachdem wir jetzt unseren Frischkäse hier reingetan haben, sind so 3, 4, 5 Minuten vergangen. Das Ganze ist jetzt hier schön runter reduziert. Ich suche mir jetzt schnell 2 Teller und dann werde ich das gleich mal auffüllen und ein bisschen dekorieren. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Das sieht richtig klasse aus. Ich fülle jetzt hier mal was in meinen Teller. Ich hoffe, dass ich nicht den Rand wieder voll suddel wie sonst immer. Ich habe da keinen Pfeffer, kein Salz, kein gar nichts zugetan. Ich habe das wirklich so gemacht, wie ihr das gesehen habt. Noch ein bisschen krause Petersilie oben drauf. Ready. Das sieht doch richtig genial aus. Einfaches, simples, gutes Gericht. Ohne viel Schnickschnack drumherum. Auf jeden Fall super lecker. Das war unser Low Carb Hühnerfrikassee. Wirklich ganz einfach. Und dadurch, dass wir diese Brühe da rein tun, brauchen wir halt nicht nachzuwürzen. Pfeffer ersetzen wir im Endeffekt durch den Chili. Da ist nämlich schön so ein bisschen leichte Schärfe drin. Richtig genial. Ich hoffe, euch hat dieses schnelle Video gefallen. Unten ist wie immer der Link für die Einkaufsliste. Ich hoffe, dass das funktioniert. Sollte der Link unten nicht funktionieren, was ich jetzt schon zum paar Mal gehört habe, müsst ihr einmal auf foodblog.de gehen. Da findet ihr das Rezept auch nochmal und von da aus ausdrucken. Da gibt es genauso einen Link und da stehen meistens sogar auch die Rezepte so runtergeschrieben drin. Schatz, hast du noch irgendwas? Ich mach gleich Cocktail. Wir machen gleich noch Cocktail-Videos. Genau, wir essen jetzt erstmal schnell was, damit wir eine Grundlage haben, weil sonst fallen wir hier gleich um. Und dann machen wir noch Cocktails, die kommen dann immer so einen Tag versetzt nacheinander raus. Wahrscheinlich mache ich 3 Stück gleich, wird echt interessant. Ja, dann gebt uns noch einen Daumen, abonniert uns, macht das Glöckchen an, damit ihr kein Video verpasst. Habt ihr Fragen, Anregungen oder irgendwas, schreibt uns unten rein. Wir freuen uns da immer sehr drüber, wenn da unten was geschrieben steht. Und bis zum nächsten Mal sagen Tschüss. Und Frank von footblockhamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.